so ein Gott, dass die Ratte hatte. Yokai, Yokai Watch. Mit seinen Truppenbotten hat er Riesenspaß. Doch du brauchst dich nicht zu fürchten, er lässt sich nicht beirren. Seine Freunde sind Gespenster, doch dafür hat er die Yokai Watch. Yokai, Yokai Watch. Sich nicht zu fürchten, er lässt sich nicht beirren. Seine Freunde sind Gespenster, doch dafür hat er die Yokai Watch. Ich kann's nicht glauben. Wie konntest du mir das gestern nur antun? Du musst wirklich aufhören, mich ständig zurückzulassen. Tut mir leid. Oh, Wuschel, da fällt mir etwas ein. Ich habe eine neue App für dich. Sie nennt sich Yokai Watch Blasters. Yokai Watch Blasters? Ja, diese App ist bei Yokai zurzeit richtig in Mode. Was ist das für eine App? Damit kannst du jederzeit die Schreckenszeit gelangen. Schreckenszeit? Genau, du kannst dort so oft du willst mit dem Oni kämpfen. Was? Keine Chance? Warum sollte ich das denn bitte wollen? Ja, im Gegensatz zu der normalen Schreckenszeit ist diese nur für Yokai. Ich will die Schreckenszeit auch mal ausprobieren. Wir Yokai können diese Schreckenszeit nur mit Hilfe dieser App erleben. Nur so können wir auch sehen, was es heißt, sich da durchzukämpfen. Ja, solange ich es nicht selbst machen muss, ist es ja kein Problem. Und die App verfügt anscheinend über einen lokalen Modus. Laut Bedienungsanleitung können bis zu 4 Leute zusammenarbeiten. Cool. Wenn du die App ausprobieren willst, findest du sie auf dem Yokai-Pad. Ja, alles klar. Mal gucken, wann ich Lust drauf habe. Blasters erhalten. Hey, Wuschel, wohin gehst du? Ich muss im Einkaufsviertel etwas für meine Mutter besorgen. Kommst du mit? Kennst du schon das Gerücht, warum ständig komische Sachen passieren? Ja, ist das hier, wo Sachen auf einmal riesig werden? Dieses Gerücht? Ja, ist mit allen möglichen Dingen passiert, sogar mit Herrn Grüns Gemüse. Ah, das klang nicht gut. Was um alles in der Welt, wenn man gerade davon spricht. Was ist das denn? Es atmet so laut. Wuschel, dein Kopf ist gerade, Mein Kopf ist gigantisch und so schwer. Wie konnte das überhaupt passieren? Das kann deinem Rücken nur schaden. Lass mich das richten, Wuschel. So eine Erleichterung. Danke, Whisper. Und jetzt zu diesem riesigen Yokai. Uff, Nianu. Ihr zwei seid euch ja unglaublich ähnlich. Hä, redest du mit mir? Oh, das ist ja ein Riesen-Yokai, ja. Nun, sieh nur. Sie hat auch Yokai-Freunde. Ist das eine Yokai-Watch? Du bist die mutige und fähige Helferin, die ich gesucht habe. Meine Medimum. Medimum? Wer ist Medimum? Hör zu, die Welt sieht einer Krise von enormem Ausmaß entgegen. Wir brauchen dich, den Menschen, der sich mit Yokai anfreunden kann. Okay, ich bin verwirrt. Wovon redest du? Was für eine Krise? Du musst mir helfen, einen Freund zu retten. Ihr habt eine tiefe Verbindung. Ein Freund von dir? Sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ja, das besprechen wir später. Uff, wenn du in Petzlingen bist. Oh. Ah. Petzling, du musst nach Petzling gehen. Petzling gehen. Petzling? Ich muss nach Petzling. Nach Petzling gehen. Ich glaube, wir müssen nach Petzling gehen. Auf nach Petzling. Das müsste das riesige Levinian sein, was wir aus der Demo kennen, ne? Brauche ich sonst noch was? Was soll das? Was soll denn dieses Durcheinander? Das ist doch kein Durcheinander. Ich packe für den Ausflug zum Haus meiner Oma. Omas Haus? Ich werde deine Oma kennenlernen, Wuschel. Ja, sie wohnt in Petzling. Ich will sie seit langem schon mal besuchen. Alles klar, Wuschel. Hast du alles eingepackt und bist bereit? Ich glaube schon. Ich brauche vielleicht noch eine Minute. Kein Problem. Es ist immerhin das erste Mal, dass du Oma alleine besuchst. Ich weiß, es ist irgendwie aufregend. Klar ist es das. Ach, übrigens, weißt du, wohin die Krapfen verschwunden sind? Ich wollte, dass du sie für Oma mitbringst, als Dankeschön für ihre Einladung. Tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wo sie sein könnten. Papa auch nicht. Ich muss wohl nochmal in der Küche nachsehen, wo...
Verschwundene Krapfen könnte da ein Yokai am Werk sein? Bitte, als ob man für alles den Yokai die Schuld geben kann. So ein Unsinn. Ich bin mir da nicht so sicher. Oh, es war recht, du grübelst so viel. Hier, njampf das und entspann dich. Da sage ich nicht nein. Ich auch nicht. Diese Krapfen sind einfach super lecker. Moment mal. Was sind das? Omas Krapfen? Stopp! Oh Gott! Das arme Chibani! Oh Gott! Nyan? Tut mir leid, Chibanian. Ich habe wohl überreagiert. Was machen wir jetzt? Sollen wir Lust und neue Krapfen kaufen? Vielleicht sollten wir das. Ich rede mal mit Mama. Alter, wie wir Chibanian eine gewatzt haben. Wir können doch nicht einfach Chibanian schlagen. Miau. Oh, Chibanian. Ich will die Supermiezen kennenlernen. Chibanian? Nyanya, was? Ich bin gerade im Entspannungsmodus. Tut mir leid, aber was machst du da? Ich sehe mir auf meiner Wetter-App die Supermiezen an. Aber das ist die Wetter-App. Ist sie nicht nur für Wettervorhersagen da? Ja, die kann man damit auch sehen. Ich hasse es, nass zu werden, also sehe ich oft mit der App nach, ob es regnet. Ich wusste gar nicht, dass du es hast, nass zu werden. Ja, nicht, wenn ich mit dir unterwegs bin, Wuschel. Du solltest die App auch mal ausprobieren, Wuschel. Du hast Wetter erhalten. Dann kannst du die Sturmwarnung ansehen und ich die Supermiezen. Ah ja. Du hast doch keinen Grund, unzufrieden zu sein, oder? Du hast doch nicht vor, mich gegen jemand anderen einzutauschen. Kann ich Komasan mitnehmen? Ah, cool. Da ist Komasan. Komasan, ich drehe am Rad. Du möchtest einen stets treuen Butler gegen einen anderen Yokai tauschen? Wuschel, bist du sicher, dass du gerade klar denken kannst? Nehmen wir Whisper jetzt überhaupt nicht mehr? Das kann ich nicht. Warum kann ich mit Komasan irgendwie doch... Okay, Chibanian singt. Ich wollte eigentlich mit Komasan... Mit Komasan kann ich ja nicht mal reden. Ich will Whisper wieder mitnehmen. Whisper, ja. Ausgezeichnete Wahl. Wuschel, du hast ein scharfes Auge. Lass uns einen drauf machen. Da ist die Whisper und Wuschel Show. Das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach Koma. Also ich kann Whisper nicht hier lassen. Das geht nicht. Ich würde gerne Komasan dabei haben, aber ich kann nicht Whisper hier lassen. Bist du mit dem Packen schon fertig? Was ist denn los? Nichts, aber willst du, dass ich neue Krapfen für Oma kaufen gehe? Oh ja, die Krapfen. Glaubst du, dass du die Zeit dafür hast, Wuschel? Ja, und ich möchte Oma auch ein kleines Dankeschön mitbringen. Das ist lieb von dir. Geh doch schnell zum Krapfenladen im Krämerviertel. Ich kümmere mich drum. Alles klar, hier ist etwas Geld für die Krapfen. Du hast 10 Euro für Krapfen erhalten. Danke, Mama. Problem gelöst. Auf zum Krapfenladen. Schau beim Krapfenladen vorbei. Gut, dann machen wir das doch mal. So, wir müssen irgendwo nach da schräg unten. So, dann können wir hier ja mal durchgehen. Da stehen Kinder. Hier ist so ein Schild. Hier wäre eine Ampel. Wo gibt's hier denn schon wieder Mochis? Irgendwo hat hier doch gerade schon wieder eine Werbung für Mochis gemacht. War das bei der Bäckerei? Naja, vermutlich irgendwo da. So, dann gehen wir hier über die Ampel. Das ist so... Ach, da ist er. Wie komme ich hier denn... hier ist ein Parkplatz. Oh, der Typ nervt so ein bisschen. Ich hing fest. So, ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich um unsere Yokai bestellt? Ich glaube, die sind alle noch recht fit. Gut. Wir können eigentlich auch irgendwann mal Opa Gusto fusionieren gehen. Aber da habe ich gerade noch keine Lust zu. Schauen wir mal, was wir da noch so noch finden. So, wir sollen ja ins Krämerviertel. Ich hätte gern wieder mein Fahrrad, wenn ich ehrlich bin.
Hier ist ein Zebrastreifen, dann gehen wir hier wieder lang. Ich mag's, dass die Stadt halt gleich geblieben ist. Also, ich meine, warum sollte sie sich auch verändern, ne? Ist ja, ach, können wir uns wieder zwischen Seelen und Dingenskrapfen entscheiden? Dann müssen wir wieder... wahrscheinlich die nehmen aus unserem Spiel, ne? Seelen für kräftige Seelen und Gespenstkrapfen für Gespenster. Willkommen, wir haben ein paar sehr leckere Gespenstkrapfen für dich. Eine Achterbox kostet nur 9 Euro, wie wär's damit? Jo. Schön, mit dir Geschäfte zu machen, komm bald wieder. Gespenstkrapfen erhalten. Köstlich, ich meine, gut gemacht. Ich schwöre, ich habe keinen davon probiert, während du an der Kasse warst. Gut zu wissen, jetzt lass uns nach Hause gehen. Geh mit den Krapfen heim. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde das nicht passieren. Naja, schauen wir mal. Gehen wir hier doch mal hoch. Da ist eine Kiste. Wie komme ich an die denn wohl ran? Vermutlich irgendwie von der anderen Seite aus oder so. Da müsste ich hier mal rumgehen. Und schauen. So komme ich da, glaube ich, dran, ne? Ja! Oh, hier ist sogar ein Yokai. Da können wir doch direkt gleich mal gucken. Wir haben ein 10-Cent-Kaugummi bekommen. Das ist ja nicht so schlecht. Hier gucken wir doch mal, ob hier ein Yokai ist. Du spürst die Aura eines Yokai in der Nähe. Mal gucken, ob wir was finden. Ach Gott, das ist ein D-Rang-Yokai? Aber Wirma ist doch kein D-Rang-Yokai. Oder war der D-Rang-Yokai woanders? Und wir haben jetzt einfach nur so Wirma gefunden. Schauen wir doch mal. Ich kämpfe einfach mal schnell gegen Wirma. So. Wirma. Mal gucken, falls die Yokai Watch gleich immer noch ausschlägt, dann wissen wir ja, dass hier noch... Ah, hier ist immer noch der D-Rang. Hier? Aber irgendwo muss er doch ganz doll ausschlagen. Hier im Busch? Oder hier im Gras? Da. Huch. Wen haben wir denn da? Miss Kunz, haben wir den schon? Nee, ne? Ich weiß auch gerade gar nicht, was der mag. Also von daher. Besiegen wir den einfach mal so. Ja, Attacke. Der wäre schon mal beseelt. Das ist ja schon mal gut. Jibanyan haut da drauf. Ich guck mal gerade. Okay, der hat auch... nicht so viele Lebenspunkte. Petsmeralda heilt sich, das ist gut. Petsmeralda ist ganz schön low. Naja, was will man machen, ne? Da, 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 da. So, Kumasan dürfte auch schon wieder ein Level up machen. Ich wurde neulich in den Kommentaren angefahren, warum meine Yokai noch so schwach wären. Erstens sind die nicht schwach und zweitens haben wir ja auch noch nicht... sind wir ja auch noch nicht so weit in dem Spiel. So, voll der dämliche Kommentar. Bis jetzt hatte ich auch noch keine Probleme, irgendwie zu besiegen. Also scheinen sie auch nicht zu schwach zu sein. Oh, hier ist auch wieder irgendwo ein D-Rang-Yokai. Ne, Moment, hier wird's weniger, hier wird's mehr. Hier, da bestimmt ein Spansel oder so. Schauen wir doch mal. Da... da war irgendwo was. Da. Ich sehe jetzt schon, dass das wieder voll kompliziert wird, wenn ich später versuche, irgendwelche A-Rang-Yokais oder so zu fangen. Spansel greift an. Ich will endlich sehen können, was die Yokai gerne mögen. So, schauen wir doch mal, wie sie... oh, das funktioniert. Au, Petsmeralda, heil dich. Wir müssen eventuell mal Petsmeralda heilen. Vielleicht kommen wir auch gleich einfach an einem Aukai vorbei. Das kann ja auch sein.
Spansel will sich sogar anfreuen. Spansel nähert sich dir. Zwischen dir und mir knistert es. Mit Spansel anfreuen? Ja komm, warum nicht? Spansel! Zap, zap! Zap, zap. So, wir benennen Spansel natürlich wieder nicht um. Ich weiß gar nicht, konnte man Spansel nicht auch mit irgendwas fusionieren? Oder also ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Hatten wir hier jetzt irgendwo ein Aukai in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Ich meine aber hier unten, wenn wir gleich hier rüber gehen, müsste einer sein. Oh, hier ist auch wieder ein D-Rang-Yokai irgendwo. Hier? Nee, hier? Hier irgendwo? Da drin? Nee. Wo ist der Jo? Unterm Auto? Mal gucken, wen wir hier haben. Wer ist das? Ich sehe. Oh, Tristine. Okay. Naja, warum nicht? Ich hoffe, dass Petzmiralda sich dann mal selbst heilt. Beziehungsweise kriege ich es hin, dass. Muss mal schauen. Ja, das kriege ich hin. So. Kampf. So, und jetzt müsste. Dingens ja eigentlich alles heilen erst einmal, ne? So, nice. Und dann können wir ja auch ruhig mal so kämpfen, damit Bushinyan ein bisschen was tun kann. War Bushinyan jetzt eigentlich unser stärkster Yokai? Ich weiß es gar nicht. Muss ich gleich mal drauf achten. Bushinyan, Nekomasan ist noch stärker. Gut. Wir haben bittere Medizin bekommen. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Okay, mehr scheint... War da gerade was? Nee, okay. Mehr scheint hier jetzt gerade auch wirklich nicht zu sein. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Und ich bin mir recht sicher, dass hier irgendwo ein Aukai um die Ecke war. da vorne im Markt nämlich. Dann gehen wir unsere Yokai da nämlich direkt einmal heilen. War das hier? Ja. Nee, da ist ein Geldautomat. Da ist eine Bankfiliale. Ich weiß es gar nicht. Wo sitzt denn der Aukai? Aukai? Da ist der Aukai. Und hier drin ist noch ein Yokai. Nee, so den Rest brauchen wir eigentlich nicht. Wo haben wir denn hier? Da? Da. Aber was? Prasser gefunden. Okay. Verschwenden, verschwenden. Was gibt Schöneres als zu verschwenden? Das brauche ich sowieso nicht mehr. Möchtest du es haben? Okay, danke schön. Okay. Ich meine, warum nicht? So, hier war nur ein Zebrastreifen. Wir sollen ja eh nach Hause gehen. Das kriegen wir dann wohl hin. Sie bringen dich echt gerne zum Verzweifeln, Yokai treiben und Fokus bei jeder Zeit. Doch wenn du es nicht glaubst,